Nur damit klar ist, von was wir sprechen. Wir sprechen von der Inflationsanpassung der Miet- und Wohnnebenkosten, einmal der Schiene für die Geringverdiener und Mindestrentner und für die Inflationsanpassung der Wohnnebenkosten für Besitzende, also für Rentner mit einer Eigentumswohnung, aber die insgesamt nicht mehr als 9.000 Euro Einkommen im Jahr haben. Wir reden von dieser Inflationsanpassung, das heißt, Sie bekommen heute rund 40 Euro im Monat weniger, als Sie es noch vor 10 Jahren getan haben. Das heißt, denen fehlt heute Geld, das Ihnen eigentlich von diesem Landtag, von dieser Landesregierung seit 10 Jahren versprochen war, weil so war es ja geplant. Man hat das nicht angepasst bis heute. Nur damit für alle klar ist, von was wir sprechen. Und ich ärgere mich sehr oft in diesem Landtag, oft. Ich ärgere mich darüber, wenn wir Abstimmungen nicht durchbekommen oder wenn irgendwelche Themen sind. Aber ich ärgere mich auch, wenn manchmal in den Diskussionen, wenn man merkt, wie undemokratisch es auch abläuft. Aber es gibt auch immer mehr Momente, wo ich einfach mich nur schäme, in diesem Landtag zu sein und Politiker zu sein. Und ich denke mir oft, was mache ich hier in diesem Laden? Was mache ich hier? Ihr wollt mir erklären, dass wir nicht 3 Millionen haben, hier diese Inflationsanpassung durchzukriegen. Insgesamt 4 Millionen, wenn es für beide Beitragsschienen wäre. Nur die Rentner macht es 800.000 Euro aus, die Inflationsanpassung im Jahr. Und das haben wir auf einmal nicht. Ihr habt seit Jahren über 10 Millionen im Jahr nicht einkassiert von den Wasserkraftkonzessionären. Und jetzt haben wir die 800.000 für die Mindestrentner nicht. Und das wollt ihr mir erklären und den Leuten draußen. Und wir diskutieren hier Begehrensanträge. Okay, alles hat Berechtigung, aber wir wissen doch alle, wie stumpf die Waffen sind. Südtirol wird den Ukraine-Krieg nicht beenden. Aber wir werden diskutieren halt 2 Stunden und schicken das Briefel nach Rom, das in der Schublade endet, so wie die ganzen Begehrensanträge zu den Akzisen in den letzten Jahren. Ich will das nicht in Abrede stellen, wird zur Demokratie dazugehören, passt. Aber hier, wo wir konkret den Leuten helfen können, und da geht es um 40 Euro im Monat, das sind Leute, das sind nicht die, die sagen, die gehen jetzt ein Wellness-Wochenende machen, wie so mancher, der von uns hier sitzt. Oder da geht es darum, ob sie es warm haben oder nicht, oder ob sie sich ein Nussbrötel kaufen oder ein Weckele. Um das geht's. Und ich schäme mich einfach, ich schäme mich. Und da könnte man dann sagen, das wäre populistisch oder was auch immer, mir ist das sowas von egal. Ich habe sowas von genug, Politik zu machen, nur Placebo für eine schnelle Überschrift einmal. Weil die Medien werden berichten, ja, ob die IDM in die Richtung oder anders reformiert wird. Bis zum Ende wird sie gar nicht reformiert werden. Ob der Wiedmann mitstimmt oder nicht mitstimmt, das interessiert uns 4 Tage. Und hier bei solchen Themen, da hat es weder ein öffentlich-rechtlicher noch sonst jemand überhaupt für nötig, einmal die Finger in die Wunde zu legen und die Landesregierung ordentlich zu fordern, dass sie hier einmal nachbessert. Haben wir alle nicht nötig, weil wir für ein bisschen Show Politik machen und bei irgendwelchen Vorwollen uns gegenseitig aufhetzen. Ich finde es einfach nur traurig, dass dieses Land so weit gekommen ist. Und ich sage es noch einmal, ich ärgere mich oft in diesem Landtag, aber so geschämt wie heute habe ich mich noch nie. Und ich hoffe nur eines, Landesregierung, auch wenn ihr hier jetzt nicht mitstimmt, wenn ihr es nicht macht, ich gebe euch einen guten Rat. Schaut auf dieses Land, das ihr mit dem neuen Haushalt ab 1. Jänner habt ihr die Gelder. Macht's das. Ein Hilfspaket jetzt 500 Euro wird nie ein Ersatz sein für diese Angleichung. Ihr habt alle, wie ihr hier sitzt, mit und Region, also in der Region, unsere Gehälter inflationsangepasst heuer. Wenn wir das für die Mindestrentner nicht tun, braucht keiner mehr von uns hier zu sitzen, das sage ich euch.